Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich begrüße euch, liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal hier beim German Treasure Hunter und ja, ich nehme euch mit kurz vor meinem Urlaub in einen Vlog, der so ein bisschen ungeplant ist, muss ich zugeben. Wir haben zwei Locations, die wir angehen. Einmal eine schöne große Pferdewiese, da gehen wir als erstes drauf und danach haben wir noch eine zweite Wiese. Ich hoffe natürlich auf was Schönes, Altes und nicht allzu viel Schrott, nicht allzu viel Hufeisen, obwohl die ja immer auch Glück bringen. Aber eine kleine Runde haben wir noch für euch heute. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß, genauso wie ich. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ein Dank geht wie immer an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, it geht los. So, ich glaube, es ist ein Hufeisen, Freunde. Kann eigentlich nur ein Hufeisen sein. Ist ziemlich groß, kommt scheppernd rein und das sagt uns, ist was Großes. Ja, hier so in dem Bereich, okay. Gucken wir mal mit der Schaufel. Oh, okay. Ja, da kommt irgendwas. Vielleicht doch was Größeres. Ja, da ist irgendwas Großes drin. Irgendwas Riesengroßes ist hier. Und es ist? Ah, da kommt's. Ein Hufeisen. Hab ich doch recht gehabt. Ziemlich groß auch. Das ist auch schon was älter. Und das bringt jetzt den entscheidenden Glücksfaktor mit in die Suchaktion heute. Hoffe ich jetzt mal. Ja, da haben wir ein Hufeisen gefunden. Habe ich jetzt nicht hier, weil ich das in der Regel direkt immer beim Landwirt abgebe. Aber es bringt natürlich bekanntlich Glück und das war auch in unserem Fall so. Wir brauchen gleich noch das Fiebelbuch. Wir haben eine tolle Münze noch gefunden. Also ein paar schöne Funde sind auch heute wieder mit dabei. Von daher machen wir ganz schnell weiter. So, hier haben wir ein sehr schönes Signal, 85 und die Linie im Display ist auch recht schön. Von daher, ich habe auch das Hufeisen ja jetzt in der Tasche wieder. Eigentlich ist das doch ein gutes Zeichen, oder? Komm, mal so eine schöne Münze. Wäre doch toll jetzt, sage ich mal. Stell dich mal so in den Raum. Mal gucken, ob es klappt. Und es ist eine Münze, oder? Es ist zumindest rund. Warum was Rundes? Könnte auch ein Heiligenanhänger sein. Machen wir mal sauber. Grün ist es auch, nicht, dass es nachher noch ein Römer ist. Ich habe es nicht sofort erkannt, weil ja, es sieht tatsächlich schon leicht mitgenommen aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es handelt sich tatsächlich um eine Scheibenfibel. Wir werfen auch gleich einen Blick auf die Rückseite und da kann man das dann auch ganz klar erkennen. Ich habe mal schnell in meinem Fibelbuch nachgeschaut, was ich euch übrigens auch ans Herz lege und auch nochmal verlinken werde. Da findet man die Fibel auf Seite 125 und zwar ist es eine Scheibenfibel. Datierung ist Frühmittelalter bis hoch ins 15. Jahrhundert. Also einigen wir uns mal auf Mittelalter, von daher ein wirklich schöner Fund und auch richtig alt. Und wir werfen mal einen Blick noch auf die Rückseite. Da können wir auch sehr schön hier Nadelrast und Aufnahme auch dann erkennen auf der Rückseite. Und das zeichnet halt eben diese Scheibenfibel auch aus. Von daher würde ich sagen, schöner Fund, machen wir weiter. Nächste gute Signal jetzt hier. Wir haben so 90 etwa vom Leitwert. Und das ist gut. Und es ist auch nicht gerade recht weit oben, also es ist tief. Das heißt, es könnte also auch älter sein. Und das hoffen wir jetzt einfach mal. Autsch, das war ein Stein. So, Pinpointer. Und Feuer frei. Irgendwie sind wir schon dran, offensichtlich.
Ach, komm schon, komm raus. Zeige dich. Das ist ein Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg. Aha. Ja. Vermutlich K98. Würde ich mal meinen. Hier haben wir jetzt eine Patrone aus dem Zweiten Weltkrieg, würde ich zumindest vermuten, ist vom K98, also von der Mauser, können wir hier mal kurz sehen. Ich habe vorne die Spitze mal so ein bisschen abgerieben, dass man mal sehen kann, dass das auch tatsächlich dann so ausgesehen hat, wie es normalerweise aussieht, wie man es kennt. Und ja, Zweiter Weltkrieg, nicht die Welt, aber es kommen noch schöne Sachen, von daher machen wir weiter. So, liebe Freunde, wir sind weitergezogen auf Location 2, sind in der Nähe von einem Reiterhof, haben hier zwei Wiesen, die wir angehen werden, anlaufen werden. Und ich hoffe natürlich auf was Altes noch. Ob uns das gelingt, sehen wir jetzt. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da und wir machen weiter. Doppelton. Das heißt, das liegt sehr wahrscheinlich relativ weit oben. Von daher schauen wir mal schnell, ob es was mit dem Pinpointer schon kriegen. Ja, also einmal die Schaufel brauche ich dann doch, aber tief liegt es jetzt nicht. Hopp. Und hopp. Okay, dann müsste es jetzt schon dabei sein. Hoffe ich mal. Ja. Und was ist es? Es ist auf jeden Fall was Rundes. Es ist, es ist eine alte Schlitzhose von einem Pferdegeschirr. Ja, liebe Freunde, wir haben jetzt eine Schlitzhose auf dem Tisch. Was ist das genau? Das gehört zum Zaumzeug des Pferdes. Also da waren früher mal so Lederriemen durch. Und die ist schon ein bisschen älter, sieht man auch an der Patina ganz klar. Ich würde sie mal datieren, so auf ca. 200 Jahre alt. Und von daher machen wir weiter mit dem nächsten Fund. Und der kann ganz schön wehtun. So, hier haben wir ein Signal, was nicht ganz sauber ist leider. Aber reingucken will ich trotzdem mal. Weil es könnte tief sein. Der Boden ist leicht feucht durch den Regen der letzten Tage. Da bekommt man schon mit der großen Spule auch eine richtig gute Tiefe hin. Von daher sind wir mal gespannt. So. Ja. 74. Könnte Blei sein, eine Musketenkugel oder irgendwas. Gucken wir mal schnell. Wo ist mein Pinpointer? Ja. Hier. Ist tatsächlich eine Musketenkugel. Ja, gut. Hier geht's weiter. Ja, Musketenkugeln. Da haben wir direkt mehrere gefunden. Wir haben mal alle drei dieses Suchtages dann hier auf den Tisch gelegt. Und die sind natürlich aus Blei. Verformen sich auch durchaus, wenn sie irgendwo aufschlagen und können somit noch mehr Schaden machen als eh schon. Aber es gehört auch eine ganze Portion Glück dazu, denn die Musketenkugeln, ihr könnt das mal bei Wikipedia nachlesen, ich habe das aufgerufen hier gerade, auf 150 Metern hatten die gerade mal noch eine Trefferquote von 40%. Also das war so wie eine Münze werfen, ob du triffst oder nicht. Von daher interessantes kleines historisches Detail zu dem Thema Musketenkugeln. Wenn euch das gefällt, so ein bisschen historische Hintergründe, dann lasst gerne mal ein Like da. Und wir machen weiter mit, ah, das war ganz interessant. Und ein Knallerfund kommt gleich auch noch. Alter. Schönes Signal. Andere Spule mal, wegen zu viel Strom gerade. Aber das Signal hier, das könnte wirklich was Schönes sein. Hopp. Ist noch drin. 79. Hier ist der Boden aber so verhärtet. Komisch. Was auch immer das heißen soll. Also das Signal ist nach wie vor gut. 82. So, aber das ist nach wie vor. Wir sind eigentlich dran. Hier muss es jetzt sein. Hier ist es. Ist es rund? Oder nicht? Boah, viele Fliegen. Tja, das ist zwar irgendwas, aber ich weiß noch nicht was. So, ganz interessanter Fund und ihr dürft jetzt gerne mal miträtseln und in die Kommentare schreiben, was ihr denn meint, was wir hier auf dem Tisch haben. Unser Kameramann
hatte die eigentlich ziemlich naheliegende Idee irgendwann, als wir festgestellt haben, dass es hier so hohle Flächen sind und dass es irgendwie ja, rund ist und hier so eine Aufnahme hat, hat er gedacht, okay, das könnte doch so ein Rad von einer Spielzeugeisenbahn sein. Könnte er tatsächlich recht haben. In Köln sagt man dazu ein Rädchen mit 3e und SCH natürlich, mit, also zweimal SCH. Also ich bin durchaus geneigt, dem recht zu geben, aber ich bin auch mal gespannt, was ihr schreibt. Von daher schreibt es jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt, was wir hier auf dem Tisch haben. Und jetzt, haltet euch bitte fest, kommt ein Knallerfund. Hier ist das nächste Signal. 77 bis 80, so, ja, könnte wieder Blei sein, wenn wir Pech haben. Vielleicht haben wir ja aber auch mal Glück heute. So richtiges Glück. Ist noch drin, Signal ist bei 82. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ah. Ey, das gibt's doch nicht. Das läuft richtig scheiße heute. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe die Scheiße nicht. Ah, Moment. Wahrscheinlich hier vorne. Was für ein Hickhack hier. Ja, da ist es auf der Seite. Na? Warum kann es nicht einfach mal auch einfach laufen? Das wäre doch schön. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaube, pass mal auf, hier ist was Münzähnliches und hier ist der Abdruck von der Münze. Hier ist dieser Abdruck. Alter, das könnte ein richtiges Knallerteil sein. Ich sehe einen riesengroßen Adler. Hier. Und jetzt gucken wir mal, was es für eine Münze ist. Okay, Freunde. Yes! Nice! Ein Heiermann, wie man früher so schön gesagt hat. Ein 5-Mark-Stück aus der D-Mark-Zeit. Hier kann man auch schön den Adler jetzt nochmal erkennen. Richtig nice. Eine tolle Münze. Freue ich mich echt richtig drüber. Sehr, sehr cool. Cool. Zwar nichts Altes, aber die Münzen sind immer nice. Top. Gut. Ja, da haben wir die Münze auf dem Tisch liegen. Sie ist wirklich wunderschön und hat für mich natürlich einen riesigen Nostalgiewert auch. Sie ist von 1975. Hier sieht man den Bundesadler der BRD. 5 D-Mark sind es von 1975. Was ist in diesem Jahr passiert? In diesem Jahr war das Ende des Vietnamkriegs und die Volljährigkeit wurde runtergesetzt in Deutschland von 21 auf 18. Das nur als kleines Detail noch am Rande. Und wir schauen uns die Münze nochmal von der anderen Seite an. Da sieht man dann nochmal schön diese 5 D-Mark und sie ist leicht rot angelaufen ursprünglich. Sie haben das ja gesehen. Also hier nochmal ein Bild von dem Moment, wo sie aus dem Boden kam. Da sieht man nochmal sehr schön den Abdruck der Münze im Boden und sie ist hergestellt aus Kupfer-Nickel. Und das Kupfer drückt sich halt über die Zeit so ein bisschen durch. Habe sie halt gereinigt und jetzt sieht sie wieder eigentlich ganz schick aus. Unser Kameramann hat erwähnt, dass man beim C&A angeblich noch mit D-Mark bezahlen kann, auch jetzt noch. Das finde ich interessant. Das müssten wir eigentlich mal mit Kamera ausprobieren, ob das geht. Ihr könnt ja mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, ob das tatsächlich geht oder ob ihr euch auch an die schöne D-Mark-Zeit erinnert. Da konntest du mit 5 Mark einen ganzen Abend trinken gehen. Gefühlt. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Stimmt wahrscheinlich nicht. Nee, stimmt glaube ich nicht. Naja, egal. Das soll es gewesen sein für diese Ausgabe bzw. für diesen Vlog hier bei mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Ein Dank geht wie immer an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Nicht meinen Detektor anfressen, bitte. Da bin ich etwas empfindlich. Na, du willst auch mal gucken, was hier los ist? Er ist auch schon so leicht. Merkst du? Er ist schon so leicht angepisst. So, ey, was soll die Scheiße hier? Das ist unsere Wiese. Voll die Gang jetzt gerade hier. Ich werde hier belagert von so einer Pferdegang. Das ist unglaublich gefährlich gerade. Angepöbelt von 4-Beinern. Schnell weg hier. Oh Gott. Hilfe. Die verfolgen mich. Das ist nichts zum Essen, aber das ist doch ja jetzt hier. Ich bin Freund. Guck, ich habe auch gute Eisen. Die wollen nur spielen. Nee, der will nur spielen, wirklich. So, so.
Warum geht der nicht irgendwo anders spielen? Das kann man nicht essen. Nein, das kann man nicht essen. Nein. Die Pferdegang macht hier Stress. Aha. Ach ja. Jetzt wird der Kameramann da hinten belästigt. Tut mir herzlich leid. Aber ich bin weg. Tschö. Oh Gott, oh Gott. Das ist keine Möhre, das ist meine Schaufel. Die sind so neugierig. Die sind so neugierig. So, der Weg ist frei. Ich dachte, es geht schon wieder los. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Nennt ihr mich denn hier in Ruhe gerade? Ja, ich bin ganz vorsichtig. Nee, es ist aber Schrott. Oder was ist das hier? Ich brauch dringend Urlaub. Das war's schon. So ein Scheiß.